In diesem Tutorial möchte ich zeigen, wie man im Revit Räume definieren kann. Die Räume sind nicht automatisch definiert, nur durch die umgrenzenden Mauern. Denn wie man hier zum Beispiel sieht, kann ein Raum auch durchaus nicht durch Mauern umgrenzt sein. Also nicht vollständig zumindest. Man kann natürlich jetzt streiten, ob das zu diesem Zeitpunkt bereits notwendig ist, hier Räume zu definieren. Wenn ich einmal umschalte auf die 3D-Ansicht. Ja, das Haus ist noch sehr grob, hier im groben Zustand. Dennoch ist es sinnvoll in weiterer Folge, wenn man jetzt schon anfängt, Räume zu definieren. Man kann es natürlich auch später machen, aber Sie werden sehen in den aufbauenden Tutorials, dass es manchmal einfach ist, gerade Fußböden aufbauen und so weiter, dann direkt Räumen zuzuordnen. Und deswegen werde ich zum jetzigen Zeitpunkt bereits Räume definieren. Dann möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie das geht. Das ist relativ einfach. Ich wechsle nochmal in eine Grundrissansicht hier. Und man sieht hier den Wohnraum. Ich könnte jetzt nochmal das Bild einblenden, um hier die Beschreibung der Räume nochmal darzustellen. Dazu gehe ich hier auf Ansicht, dann hier auf Sichtbarkeit Grafiken bzw. VG. Suche jetzt hier Rastergrafik, Rasterbilder, oh, das ist eigentlich eingestellt. Das sind die zugeordnet. Hier müsste es zugeordnet sein. Oder es ist, es ist nicht sichtbar. Wenn ich immer umschalte auf Drahtmodell, dann, ja, dann sehen wir es. Jetzt sehen wir, wir haben das vorhin nicht gesehen, weil ich vorher die Decke quasi drüber lag. Also die Kellerdecke, die Rohdecke. Und hier sehen wir jetzt wie die Räume zuzuordnen sind. Ja, machen wir das mal. Also wir haben jetzt hier Wohnen, hier haben wir einen Küchenbereich, hier haben wir Gast, hier haben wir WC und hier Flur. Ich werde zunächst erstmal den Wohnbereich und Küche zusammenfassen. Ja, die Flur, da geht ja nur bis zur Treppe, zum Antritt. Hier habe ich keine Raumgrenze, also keine Wand. Das werden wir dann noch uns anschauen müssen, was wir da machen. Und die restlichen Räume passen. Und ich werde dann später, in späterer Folge, Wohn- und Küche trennen, auch räumlich. Also mache ich auch zwei Räume draus. Allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, weil die Unterkonstruktion ähnlich ist für beide Räume. Und deswegen fasse ich es zunächst das mal zusammen. Mit Unterkonstruktion meine ich die Schüttung, in der sich die Sanitärinstallation befindet. Und aus dem Grund, ja, lege ich das zusammen, wobei mir gerade einfällt, ich kann es auch hier schon trennen. Ja, weil ich habe ja Sanitärinstallation eigentlich nur in der Küche, nicht im Wohnbereich. Deswegen kann ich durchaus auch jetzt schon die Raumtrennung vornehmen und hier zwei Räume draus machen. Machen wir das so, wie es hier steht. Also vergessen Sie das. Macht keinen Sinn, das jetzt schon das in dem Zeitpunkt zusammenzulegen. Wir können jetzt gleich zwei Räume draus machen. Ja, ich zeige das hier für das Erdgeschoss und Sie können das in analog auch für die anderen Geschosse dann nachmachen. Gut, also ich blende jetzt hier nochmal die Grafik aus, man sieht es ein bisschen besser. Dazu gehe ich hier auf Schattiert, dann sehe ich hier die Grenzen ein bisschen besser und fange jetzt an, meine Räume zu definieren. Die finden Sie unter Architektur, finden Sie hier Raum und dann klicke ich einfach hier in den bereits vorhandenen Raum und die Schrift erscheint momentan sehr groß, weil ich im Maßstab 1 zu 200 eingestellt habe, das werde ich ja noch ändern und setze das hier ab. Man sieht, dass er die Räume automatisch erkennt. Allerdings, ich breche das nochmal ab und weise hier auf eine Fehlerquelle hin. Bevor ich das mache, ändere ich schon mal den Maßstab auf 1 zu 50. Das setzt allerdings voraus, dass hier bei den Eigenschaften der Wände, schauen wir mal rein, hier angekabelt ist Raumbegrenzung. Ja, es gibt auch Wände, das kann durchaus möglich sein, die jetzt keine Raumbegrenzung sind. Ja, auch bei dieser Wand ist hier Raumbegrenzung angehakelt. Wenn das nicht der Fall ist, dann findet er die Raumgrenze nicht so ein weiteres automatisch. Ja, das bitte beachten. Normalerweise ist dieser Haken eigentlich standardmäßig immer gesetzt. Ja, man muss ihn, glaube ich, komplett deaktivieren, wenn man das nicht will, weil normalerweise in der Regel jede Wand eine Raumbegrenzung ist. Die Wand, die keine Raumbegrenzung darstellt, ist in der Regel eher eine Ausnahme. Aber wenn man es nicht will, dann kann man das hier explizit deaktivieren. Gut, machen wir mal weiter. Jetzt haben wir hier noch die zwei Räume, die halt an allen Seiten mit Räumen begrenzt sind. Also machen wir die noch schnell fertig. Also hier dieser Raum und dieser. Jetzt wird es ein bisschen interessant. Ich setze das hier schon mal ab. Das wäre jetzt hier,
habe ich eben keine Raumbegrenzung jetzt hier vorne, also keine Wand, deswegen erkennt das Ganze hier als einen Raum. Hinzu kommt, dass man hier noch, ja, die Stütze haben wir, die ist egal, also setzt man das ja erstmal ab, ungefähr so. Und dasselbe mache ich hier. Und jetzt breche ich das Ganze ab. Und wenn Sie hier keine Wand haben, die können Sie auch im Nachhinein noch einfügen, ja, das geht natürlich auch, dann wird der Raum automatisch getrennt oder Sie gehen ja auf Raumtrennungslinie. Ja, damit können Sie quasi jetzt künstlich den Raum nochmal trennen, ohne dass da eine Wand notwendig ist. Das werde ich jetzt hier machen, gehe jetzt auf Raumtrennungslinie und setze die jetzt hier ab. Einmal hier. Und wenn ich jetzt drüber fahre, über den Raum, aufpassen, Sie müssen unterscheiden zwischen Raumbeschriftung, das ist die Raumbeschriftung. Kann ich hier verschieben. Und hier war rückgängig. Und da ist hier drunter ist der Raum selber. Ja, das sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, die Beschriftung, die können Sie ja nochmal extra steuern. Das heißt, was wollen Sie hier anzeigen? Das schauen wir uns dann nochmal an. Und jetzt habe ich hier nur einen Raum draus gemacht. Jetzt muss ich hier noch einen zweiten Raum definieren. Dasselbe mache ich hier auch nochmal, mache auch noch Raumtrennung hier rein. Gehe also hier auf nochmal auf Architektur, dann auf Raumtrennungslinie und ziehe jetzt hier eine Linie. Fahre jetzt nochmal aus hier drüber über den Raum. Tabulatortaste schalte ich um. Und man sieht, er hat jetzt hier diesen Bereich als Raum definiert. So, was ich jetzt nicht gemacht habe, ich habe die Räume jetzt noch nicht weiter beschriftet. Das ist einfach hier nach der Reihenfolge, wie ich die verlegt habe, sind die auch nummeriert. Und das kann ich jetzt ändern, indem ich den Raum einfach anklicke. Und dann kann ich hier die Nummer nochmal ändern. Zum Beispiel kann ich sagen, das soll hier 1 sein. Und das ist jetzt hier Wohnen. Ich kann es auch Wohnen Essen nennen. Je nachdem, wie Ihnen das gefällt. Er weist darauf hin, dass es jetzt hier dass die 01 schon vergeben ist, aber ich gut, okay, ist halt so. Damit lebe ich jetzt. Das kann ich auch noch korrigieren. Hier fehlt noch ein Raum, den kann ich noch jetzt ergänzen. Das ist die Küche. Also gehe nochmal auf Raum und setze es hier ab. Klick den Raum an und nenne das jetzt hier meinetwegen 02 Küche. Jetzt wird er gleich wieder rumgegangen, dass das schon die Nummer schon vergeben ist. Anwenden. Okay. So, Sie können jetzt die Räume einzeln durchklicken und hier abändern. Im Übrigen können Sie auch, bevor Sie den Raum absetzen, ich werde es mal kurz hier zeigen, hier den Namen eingeben. Ja, das können Sie auch im Vorfeld machen. Ich mache es meistens im Nachhinein. Sie können aber auch, und das finde ich persönlich viel praktischer, dass quasi im Nachhinein machen. Das heißt, über die Liste, wenn wir hier mal schauen, bei Bauteillisten und Mengen gibt es normalerweise auch eine Raumliste, die ist in der Regel in den Vorlagen schon mit drin. Ansonsten können Sie hier eine neue Bauteilliste Mengen erstellen und dann hier auswählen Architektur und hier Räume und dann eine Raumliste erzeugen. In dem Fall ist er eh schon drin, deswegen gehen wir jetzt hier rein. Jetzt sehen wir hier die Räume und ich mache mal hier die Ansichten aus, die wir jetzt hier nicht brauchen. Es geht schneller hier. Machen wir das hier noch hier. Hier war es, oder? Wo sind jetzt die Möglichkeit, alle Ansichten zu schließen? Das gab es hier mal. Gut, dann müssen wir das jetzt ja versuchen hier zu machen oder hier. Früher konnte man alle Ansichten hier auf einmal schließen, die nicht offen sind. Ah, hier, inaktive schließen, hier ist es. Und jetzt mache ich nochmal das EG auch, wo ich meine Räume definiert habe. Genau. Und die mache ich jetzt mal nebeneinander. Fenster wechseln, anordnen. So. Jetzt sehe ich hier meine Räume. Und wenn ich jetzt hier reinklicke, genau, dann tut er mir den Raum entsprechend zeigen. So, also gehe ich jetzt in den Raum und sage hier, okay, das soll Gast sein, bearbeiten, weiß nicht mehr genau, ist auch egal, und sage jetzt hier, das ist die Nummer 03. Jetzt wird er wieder die Nummer rummeckern, jetzt haben wir hier den Raum 02, das war, glaube ich, WC. Dusche, WC, nehmen wir das. Das ist dann meinetwegen 04. Der Raum war Abstellkammer, Abstellraum.
05. Und dieser Raum wäre dann der Flur. Das wäre 06. Jetzt müssen auch die Nummern eindeutig sein. Jetzt können wir hier das schauen, wie kann man das hier sortieren? Eigentlich schon nach Nummer. Räume. Wir machen jetzt nochmal zu, nochmal auf. Das ist wahrscheinlich sortiert. Wo war die Raumliste? Hier. Nee. Da muss man die Eigenschaften nachschauen, nach was er jetzt hier sortiert. Sortierung und Gruppen. So, gehen die Eigenschaften von der Liste und sage jetzt hier Sortierung. Ah, nach Ebene. Das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt nach Nummer sortieren. So. Ah, du hast gleich gruppieren. Das wollte ich allerdings nicht. Da muss ich nochmal kurz nachjustieren. Sortierung, Gruppierung. Ich habe ja gesagt, Sortierung nach Ebene ist okay. Ich habe nur ein Geschoss jetzt gemacht. Das tue ich dann nach Geschossweise gruppieren. Geh erstmal auf OK, damit Sie das sehen. Das ist okay. Also alles hier EG. Das fährt zusammen. Das passt. Allerdings möchte ich jetzt intern, also hier danach und hier nach Nummer. Und jetzt passt. Wenn ich jetzt quasi hier noch die anderen Geschosse machen würde, dann würde hier unten eine weitere die Tabelle hier fortgesetzt, also mit dieser Zwischengruppe. Und Sie können auch jetzt hier noch weitere Informationen sich hier einblenden lassen oder hier zum Beispiel, ich gehe mal wieder auf Ansicht, auf Nebeneinander. Wo haben wir das? Ich muss immer ein bisschen umschauen. Dadurch, dass der Bildschirm hier kleiner ist, sind immer alle Symbole hier ein bisschen anders dargestellt. So, und jetzt sehen Sie hier, ich habe mal ranzoome, hier ist glaube ich der Fußbodenaufbau mit drin. Und wenn ich den jetzt hier zum Beispiel eingebe in Raum 01, Fußboden, ist da schon was vor. Mal fließen. Sehen Sie das? Da wird das entsprechend hier ergänzt. Gleichzeitig können Sie natürlich, wenn wir noch bei dem Thema Beschriften sind, hier die Beschriftung mal anklicken und hier eine andere auswählen. Ja, zum Beispiel ist jetzt hier die Beschriftung ausgewählt. Die macht bei 1 zu 50 durchaus Sinn. Hätten wir jetzt hier einen anderen Maßstab. Ich werde das hier mal ändern auf 1 zu 100. Dann ist es natürlich ein bisschen zu detailliert. Und hier könnte man jetzt noch eine andere Beschriftung wählen. Dann ist auch gut, okay, bei 1 zu 100 interessiert mich im Prinzip nur die Nummer, Name und die Fläche. Und den Rest lasse ich weg. Ja. Sie können theoretisch aber auch hier in den Typ reingehen, den Typ bearbeiten. Ja, hier können Sie auch die Sachen dann duplizieren und hier die Sachen nochmal explizit aktivieren oder deaktivieren. Ja, den Beschriftungstyp für die Räume. Standardmäßig geladen sind hier M&M-Beschriftungstypen. Ja, die sind natürlich aus meiner Sicht ausreichend. Ich kann natürlich auch jetzt hier eine Familie laden. Also hier auf Architektur geben, dann na, auf Einfügen was, Familie laden. Ich hoffe, ich finde es auf die Schnelle. Beschriftungen. Gucken wir jetzt irgendwas mit Raum haben. Ja, hier Raum, Ausführungsplanung, Raumbehörde. Also hier kann ich auch nochmal Beschriftungstypen reinladen und wenn mir die hier nicht gefallen, die jetzt standardmäßig in der Vorlage vorhanden sind. Schauen wir uns den Raum nochmal im Schnitt an. Das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt. Dazu mache ich mal die Liste hier weg. Hier gehe ich da drauf und mache dazu jetzt im Projektbrowser nochmal einen Schnitt an. Zum Beispiel, ist egal, dieser hier. Und sage auch hier wieder nebeneinander. Ansicht. Hier. So. Und muss gucken, ich habe nicht genau gemerkt, was das für ein Schnitt ist. Das ist der Schnitt QS1 und der ist hier. Also, wo in Essen dürfte hier oben Schnitt zu sehen sein, klicken wir das mal an. Genau. Und hier sehen wir jetzt den Raum in Schnitt. Und da sehen wir, hat ja automatisch die Grenze gefunden. Allerdings hier oben, das ist interessant. Ich gehe mal hier auf Schattier, dann sieht man das ein bisschen besser. Hier in der Darstellung, schattiert. Ja, hier oben geht er im Prinzip in die Decke hinein. Und das kann man jetzt hier noch steuern, entweder mit den Pfeilen oder in den Eigenschaften. Da sehen wir hier Oberkante, Versatz, Oberkante 2,75 m. Also hier könnte man im Prinzip sagen, ich nehme einfach hier eine obere Ebene vom Raum. Zum Beispiel kann ich eine Ebene festlegen. Wie heißt die hier? Die heißt Unterkante Rohdecke. Wäre da EG Unterkante Rohdecke.
Ups. Und den Versatz natürlich auf 0 setzen. Das ist natürlich noch zu hoch. So, jetzt habe ich es ganz genau. Man kann es natürlich auch mit dem Pfeil machen. Ja, hier nochmal schnell schauen, ob es hier auch Berechnungsmodell Raumbegrenzung hat er schon genommen. Warum und das jetzt die Decke nicht automatisch erkannt hat, erkläre ich mir ehrlich gesagt dazu, dass er nicht ganz klar kam hier mit den Ebenen. Er wusste nicht genau, was er nehmen soll. Ebene oder das. Oder mit den Voreinstellungen. Vielleicht, wenn man jetzt hier auf Raum geht, ich wechsle nochmal kurz hier rüber in den Grundriss, gehe auf Architektur, dann auf Raum. Kann man das vielleicht auch hier, es ist besser, wenn man das im Vorfeld hier einstellt. Ja, dass man hier vielleicht, wenn man jetzt das eh für alle gleich, ja, dass man hier entsprechend hier die Ebene richtig einstellt, wie auch bei Stützen oder bei anderen Bauteilen, so dass das richtig funktioniert und dass im Nachhinein dann im mühsamst hier einzeln nochmal die Räume durchgehen muss. Ja. Man kann es natürlich auch über die Raumliste machen. Ich kann mir dort die Ebenen anzeigen. Das zeige ich nochmal zum Schluss. Ich gehe nochmal in den Projektbrowser, mache jetzt hier die Raumliste auf. Auch dort könnte ich es korrigieren. Dazu mache ich das jetzt einfach aus und könnte jetzt hier einfach noch weitere Eigenschaften anzeigen lassen. Dazu gehe ich in die Eigenschaften von der Raumliste, sage hier Felder bearbeiten. Und ach, ich habe es eh schon mit drin. Nee, Oberkante, Fußboden, Oberkante, Fußboden. Jetzt muss ich gucken. Obergrenze müsste das sein. Und Ebene ist sowieso mit drin. Schauen wir. Jetzt fahren wir hier rüber. Genau, hier Obergrenze. Hier könnte ich auch nochmal das einstellen. Hier, weil hier habe ich schon gemacht bei dem Raum. Hier funktioniert es. Und jetzt brauche ich bloß noch die anderen Räume hier entsprechend abändern. Ja, das heißt, bei den Räumen ist eins der, ich hätte es beinahe gesagt, Bauteile, aber es ist eigentlich kein Bauteil so im Raum, aber für Revit schon, ist es schon eine Art Bauteil. Und da kann man natürlich auch die Eigenschaften über die Listen, über die Bauteillisten setzen und muss das dann nicht unbedingt jetzt im Grundriss machen oder im Schnitt. Achten Sie also darauf, wenn Sie Räume erzeugen, dass Sie die Einstellung nochmal kontrollieren, dass es Ihnen nicht passiert, wie mir jetzt hier in der Demonstration, dass Sie vergessen, die Höhen entsprechend einzustellen, dass dann die Höhen nicht ganz passen. Das ist zum Beispiel interessant bei irgendwelchen Energiestudien, wenn man wissen will, wie viel Heizbedarf man braucht, ist natürlich das Raumvolumen interessant, beziehungsweise auch bei gewissen Programmen, die Kostenschätzung machen. Also das Raumvolumen, sprich die Höhe, ist nie ganz unwichtig. Deswegen kontrollieren Sie nicht nur die Grundrissmaße, sondern auch die Höhenmaße, wenn Sie Räume erzeugen. Ja, so viel erst einmal zu Räumen.